Der 5. Oktober 2019 war ein absoluter Ausnahmetag im Ried. Mein Kumpel Thorsten rief mich an: Mensch, hast du nicht in der Zeitung gelesen, es ist ein Feldgeräteträgertag im Krumst unweit der Grillhütte. Ich habe sofort alles stehen und liegen lassen, die Gasmuste am Samstag umgekehrt bleiben und bin sofort nach Krumst gefahren. Und ich wurde nicht enttäuscht. Kannst gehen. Mach's gut, tschüss. Der Baujahr ist das? Das ist 1979. Ja. Also bist du älter wie ich. Sag mal, und ich hatte Eddie mal ein bisschen gefragt, der Ortsbauer, der gesagt, bis vor 30 Jahren wären die letzte gebaut worden und dann wäre... Also in Markt Oberndorf bei Fendt direkt sind sie bis 1991 gebaut worden. Ja. Dann sind die Produktion nochmal nach Weimar verlagert worden. Ja. Da sind sie, glaube ich, bis 1993 gebaut. Oh, ja. Allerdings veränderte Version. Ja. Dann hat da vorne auch hydraulische Lenkung und einen anderen Holm. Ja, ja. Aber die Version ist so bis 1991 gebaut. Hm. Wahnsinn. Also nochmal, Entschuldigung, das ist von 1900 und 1963 Baujahr. Ja. Und ist ein Zweizylinder. Ja. Und der hat 25 PS. Ja. Also ich bin einfach gerührt. So viele historische Schätze auf einen Haufen. Da wird man einfach baff, gell? Da fällt einem nichts mehr ein. Ist einfach toll. Was mir besonders gefallen hat, man konnte jeden ansprechen, jeder hat über seinen Traktor oder überhaupt über Traktoren von Geräteträger oder auch andere, konnte eine Geschichte erzählen und man hat einfach gemerkt, eins hat alle geeint. Es waren alles Landmaschinenliebhaber, keine Pinkel dabei, die arrogant da rumstolziert sind. Nee, alles nette Menschen. Muss man wirklich weit fahren, um sowas anzutreffen. Der Thorsten und ich, wir sind beide aus Bibesen. Der Thorsten besitzt selbst noch einen großen Geräteträger, der ihm noch sehr gute Dienste erweist. Er holt mit dem, da er sehr groß Ladefläche hat, immer sein Holz heim. Ja, meine Eltern hatten auch einen Bauernhof und einer unserer Traktoren war ein Geräteträger. Da mein Vater sehr früh verstarb, ist der dann verkauft worden. Da könnte ich mir heute noch in die Hintern beißen, aber naja. Manchmal wird man halt erst später schlauer, so ist es halt das Leben. Das Einzige, was mich so ein bisschen melancholisch macht, ist die Zeit, die zwischenzeitlich vergangen ist. Ja, hier erlebe ich wirklich eine Zeitreise. Nochmals vielen Dank an den Veranstalter. Ja, die Familie Nau fährt wieder nach Bübelsen. 130, das ist ja drauf. Ja. Das ist jetzt das 64? Steht vorne drauf. Boah, das ist ja super erhalten. Ja, super erhalten. Guck mal, der Motor hat alles gemacht. Super erhalten. Ist da der Socke, ne? Boah. Motorblock, gell? Wahnsinn, ja. Klasse. Und guck mal, was ich da oben gemacht habe. Guck mal da hier. Oh, Anfänger nach euch. Ist hier oben. Ja, ja, ja. Und das ist noch, ja klar, nachträglich, das gab es früher. Ich hatte so einen alten Spiegel gehabt. Ja, ja, ja. Und den Spiegel habe ich schon neu, dass der Tobi. Guck mal, das ist das denn im Spiegel? Ah, das ist der Wahnsinn. Guck mal, der Spiegel. Ja. Wie viel PS hat der jetzt nochmal? 30.
und da ist der Auspuff nach oben gezogen worden. Ja. Deswegen ist er ein bisschen lauter im Klang. Ja. Weil der da so ein bisschen am Motor ausschlägt. Das macht aber nichts. Ja. Der war halt so gebaut worden vom örtlichen Landmaschinenschlosser. Ne? Ja. Wo war der hier? Das ist ein Grumscher Original, ein Grumscher Bauer. Ja. Hi, Gute. Das war nochmal die Familie Nau aus Büsen. Und hier in der Halle drin, ach, da waren wirklich ganz tolle Schmuckstücke zu bestaunen. Außerdem war für Essen und Trinken gesorgt. So, sag mal, Dieselros, aus was für einem Jahr ist der? Baujahr 54. 54, genau, das ist ja mein Jahr hier. Genau, 12 PS, ein Zylinder. 12 PS, ein Zylinder. Hey, der war in einem super Zustand, der. Ja. Schön lackiert, schön die Reihe. Ja. Das macht Spaß, das Teil. Und bis vor wie viel Jahr war der noch so im Einsatz so? Ich hab den Vorjahr erst gekauft so. Ja, ja. Aber was der vorher gemacht hat, war es nicht. Und wo ist der her? Aus was für eine Gegend? Sinsheim am Schädel. Sinsheim drüber. Ja. Boah, Mensch, ja. Geil, geil. Ja, du, Mensch, das ist. Macht Spaß. Nee, auch von der Optik her, das ist genial. Super. Und hast du da Hänger schon daheim? Oder? Ach, wir haben ja noch, wir haben insgesamt vier. Vier! Ja, ein Kumpel von mir, der hat sich vor am Bodensee einen Eicher geholt. Aber der hat keine Ahnung davon, gell? Der steht als Ausstellungsstück jetzt im Bayerischen Biergarten. In Dings, in Darmstadt drüber. Und da haben sie einen Porsche noch dazu gestellt. Also ein Bulldog. Ja, ist klar. Ja. Aber die sind wie aus dem Ei gepellt, gell? Die strahlen. Und das kommt ja in den Biergarten klasse an, gell? Das glaube ich. Ja, ja, ja. Die Leute, die sind ganz fasziniert, die gucken da, ja. Wahnsinn. Nee, das ist ein schöner Bulldog, macht auch Spaß. Ja, ja, ja. Und du fährst da schon? Ja, leer. Absolut klasse. Wow. Ja. Ich hoffe, es wird mir verziehen. Ich musste einfach ein bisschen lauter drehen, weil der Sound ist einfach so geil. Und da hier jetzt so viele Geräteträger auf einmal kommen und ich mir fast vorstelle, dass mein verstorbener Vater wieder zurückgekehrt ist, muss ich natürlich auf jeden Fall den Ton auch etwas lauter drehen. Man verzeiht mir das. Gute. Geil. Dreher, ich wäre verrückt. Ja. Das ist auch ein historisches Fahrzeug. Ja. Deutz FNS 1114, Baujahr 54. 54, Major! Da steht er. Ja. Wollte verkaufen? Ja. Ihre Halb. Oh, Wahnsinn. Der ist komplett gemacht. Also, bis auf die Optik. Man kann den natürlich optisch noch ein bisschen schöner machen. Aber von der Technik her ist der komplett gemacht. Der war komplett zerlegt.
geht ja. Ist alles neu gemacht. Ja, aber nicht viel Gas. Wie viele Euro? Und was jetzt kommt, ist die Spucke ganz wegbleiben. Es kommen die schönsten Teenies von Südhessen, bekennende Traktorfahrerinnen. Vielen Dank. Ich dachte, da vorne setzen, weil sonst. Oder wir setzen zu dir an die Seite. Ja, einfach zu mir. Ja, also ihr seid die namhaftesten Traktorfahrerin Krummstadt, stimmt das? Ja, natürlich. Ja. Also, wir sind Profis darin. Wir können es schon seit wir klein sind. Ja, ja. Und Fendt ist eure Marke, absolut. Natürlich. Ja, voll. Absolut, ja, also absolut. Andere Sachen gehen nicht. Ja. Das ist der Hauptthema. Genau. Also, doch. Ich bin froh, dass mir der Thorsten heute Bescheid gesagt hat, der mit der Drohne hierher zu kommen. Also, ja, tolle. Krummstadt ist auch wunderschön. Ja. Also, da muss jeder mal hinkommen. Ja, das ist sowieso die schönste. Dienstwürdigkeit, also wunderschön. Also, schönste Stadtteil von Richter sowieso. Ja, auf jeden Fall. Okay, also. Die Kärnt, die ist auch besonders. Es ist genau 11 Monaten. Ja, also. Ja, ein lustiger Haufen. Danke nochmals für das schöne Interview. So, der Kollege hat mal gesagt, das ist eine absolute Besonderheit. Gibt es, glaube ich, im Technikmuseum in München nur noch ein Gerät und was und wie viel es da noch? Es sind von Werk aus bei Fendt 480 Stück überhaupt nur produziert worden. 480 Stück? 480 Stück ja. Und 30 in einer Nullserie, das haben wir auch erfahren, die als Erprobungsgeräte überall hingegangen, Frankreich, Deutschland, Schweiz, überall, um zu erproben. Ja. Nach der Erprobung sind 480 gebaut worden. Ja. Und das ist jetzt die Nummer 246. Und der ist voll funktionsfähig. Das heißt, der wird aber nicht mehr jetzt genutzt, oder? Nein. Das geht nicht mehr, wie die Rollen größer geworden sind. Ja. Hat es mit dem Auskipper auf die Rolle nicht mehr gelangt. Ja. Und deshalb war das Todesurteil. Hause, sie sind auch zu klar, heute kannst du es nicht mehr machen. Heute hat man Rode, sie sind auch dreieckig. Und aber hat wunderbar funktioniert. Aber das war in der Zeit, wie man noch zu zweit. Alleine. Fendt ein Mann-System. Ja, aber wie so die anderen noch zu zweit gefahren sind. Wohin einer gefahren ist und gefahren. Nee, das war schon ein Mann-System. Der hinten kann er mitgefahren. Nein, ich habe das so gemeint, wo die anderen Gerätschaft noch kein Mann-System hatte, wo man noch. Da war das Einzige, wo man so. Genau. Ach, Wahnsinn. Das heißt also, der Unne ist wie bei so einem Kartoffel. Hier ist es Schar. Ja. Da fährt er. Also er fährt praktisch einmal ohne aufzunehmen oder man macht es mit der Hand, weil es müssen erst die Rübe immer geköpft werden. Ja. Das wird mit der Maschine gemacht. Also die Blätter der Rübe, die werden geköpft. Ja. Ja. Die Blätter der Rübe laufen über das Band hoch in den Hinne, in diesem, wir sagen dazu, Krutzebunker. Kenne ich noch. So, und bei der zweiten Tour. Ja. Nimmt er mit dem Schar die Rüben auf. Ja. Die Rüben mache ich in den Sternen neu. Ja. Werden über das Fetterband hochgefettert, hier in den Korb. Ja. Und gleichzeitig köpft er natürlich auch die Reihe, die er als nächstes wieder ausmacht. Hm. Wahnsinn. Ja. Ach, das ist. Und nochmal, welches Baujahr ist das gewesen? Er ist 62. 62. Traktor ist 63, aber die Maschine ist 62. Und was wird man ungefähr für damalige Zeit bezahlt haben? Keine Ahnung. Aber ich meine, das ist schon eine Mordstechnik. Also. Es war eine Mordstechnik, aber die meisten sind auf dem Schrott gelandet. Mhm. Weil der Platz, der hebt sich sowas auf. Und wir haben halt das große Glück, dass hier bei uns im Ort jemand das Gerät vor dem Verschrotten gerettet hat. Ja, ich weiß nicht, mein Vater hat ja auch ein Gerät. War immer Fendt ein Mann-System. Oder wenn man so rüber durchgefahren ist, war ja auch vorne das Teil da drauf. Ich schaffe alles alleine mit meinem Fendt-Geräteträger, so heißt es. Ja, klasse. Klasse. Gut. Dankeschön. Nichts zu danken. Jo. Alles klar. Jo. Yeah.
das war jetzt ein Blick in die Vergangenheit. Die Landwirtschaft steht heute vor sehr vielen Problemen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen immer größere Maschinen angeschafft werden. Zur gleichen Zeit allerdings fallen die Preise. Ich kann mich zum Beispiel entsinnen, dass in der Zeit, in der meine Eltern ihren Betrieb hatten, es in Biebesheim 144 Milchkarten gab. Das heißt, wir hatten 144 Milcherzeuger. Mein Kumpel, der in Biebesheim Ortsbauer ist, hat mir gesagt, es gibt im ganzen Kreis nur noch 3 oder 4 Betriebe, die Milch erzeugen. Viele der Betriebe mussten aufgeben, weil sie weit unter ihrer Kostendeckung arbeiteten. Erzeugte Lebensmittel gehören mit zu unseren wichtigsten Gütern. Wenn nur noch wenige Großkonzerne für die Erzeugung der Nahrungsmittel zuständig sind, schwächt dies den Wettbewerb und am Ende sind wir alle die Verlierer. Und schon wieder fange ich an, in der Vergangenheit zu schwelgen. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und tschüss.